Grüß euch, meine Lieben. Nach dem Aus gegen den FC Augsburg im DFB-Pokal heute geht's weiter in der zweiten Bundesliga und zwar in der Allianz Arena in München. Gegner sind die 60er, denen es momentan nicht wirklich gut geht. Also eine Parallele, die wir haben zur Realität. Ich möchte heute, was die Mannschaftsaufstellung angeht, mal back to the roots gehen. Das heißt, zu der Truppe, die wir ganz am Anfang aufgestellt haben, in der Starting 11. Essa, Topform, kommt natürlich wieder rein. Also Lute hat sich überhaupt nicht präsentiert. Bulut, auch sehr schlechte Form. Da möchte ich Gündüz fördern. Sajirovic kommt mal rein. Weißer, Komplettpause. Shilong, setzen wir auf die Bank für Terrazino. Aber da sieht man auch schon einen Unterschied, ne? 3 Punkte. Das soll es also sein. Heute mit Lucia, mit Lazza, mit dem Doppel-L auf der Doppel-6. Das ist doch auch schön. Freue mich drauf, hier in die Allianz Arena fahren zu können. Und ja, warum bekomme ich eigentlich immer Simon Terodde hier für die Freistöße? Ich weiß es nicht. Ich versuche das mal gerade in alter Manier an die Latte, aber nicht ganz. Zumindest das Netz umrasiert. Da sind wir also. Wunderschönes Stadion, bin ich auch schon selber gewesen. Und auch gegen 60, damals mit den Sportfreunden Siegen 2005, als die in der zweiten Bundesliga waren. Ist länger her. Tabellenplatz 17, hab's eben angesprochen. 6 Punkte, wir haben 12, also genau doppelt so viel. Und stehen auf Platz 7. Also, wenn man vor ein paar Tagen davon gesprochen hat, dass wir natürlich Außenseiter waren gegen den FC Augsburg im Pokal, dann sind wir das heute definitiv nicht. Denn die sind verunsichert, aber sowas von. Worauf man gespannt sein darf, wie sich Terodde heute schlägt. Denn die Konstanz war in letzter Zeit nicht unbedingt sein Freund. Da haben wir die Startelf der 60er. Vitus Eicher im Tor. Doppel-6 stark, Stahl vorne Rodri und Okoti, der ja, ich glaube, einer der wenigen Akteure des TSV 1860 ist, der in der Realität sowas wie Normalform aufzeigt. Ich weiß gar nicht, ob die noch Tabellenletzter sind. Sie waren es aber bis vor kurzem noch. Und wir müssen heute uns richtig als geschlossene Einheit zeigen. Denn so eine Niederlage, so erwartet sie auch ist im DFB-Pokal natürlich, das kann dann schon mal Spuren hinterlassen. Markus Steinhöfer, ich weiß nicht, warum sie uns den jetzt zeigen, 28 Jahre alt, ist Verteidiger. Und das ist der Leiter der Partie, Harald, der Fummler, der Rothaarige. Los geht's mit unserem Anschlusskreis. Da haben wir Fabian, der ja gegen den FC Augsburg das einzige Tor gemacht hat. Und das war leider Gottes auch die Führung, also ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, aber es hat eben nicht gereicht. Man hat dann eben dann doch den Klassenunterschied gemerkt und jetzt liegt es eben an uns gegen die Mannschaften, die wir wirklich als Konkurrenten bezeichnen können, als Liga-Konkurrenten. Das war da unsere starke Seite zeigen. Klasse nach vorne, aber Terodde kann den Ball nicht kontrollieren. Ich spiele ihn sehr, sehr gerne so an. Da haben wir auch schon Tore erzielt. Wir sind einfach prädestiniert dafür. Die Körpergröße, die Präsenz natürlich auch, ne, die Laufwege, das passt. Das ist dann eher nicht der Spieler, der am Boden angespielt werden muss, habe ich auch schon öfters erklärt. Okoti mit dem Übersteiger auf dem Außen. Flankt ihn jetzt rein und ja, da steht er erstmal nur rum. Der Timo Pertl, bevor er den Ball klärt. Kagelmacher auf Stark. Und der schaut sich um, findet keinen. Wir haben den Ball erstmal zurück. Ganz locker, flockig auf Essa. Und da steht noch einer. Und was macht denn Gregoritsch? Ist er denn von allen guten Geistern verlassen? Essa! Können wir klären. Da hat Celozzi aufgepasst. Also die erste Großchance nach knappen 10 Minuten für die Gastgeber. Und es läuft noch gar nicht. Oben Tasaka mit dem nächsten Fehlpass. Stahl und Stark, die beiden, die hinten aufräumen sollen, sind zurzeit zumindest mehr vorne zu finden. Das ist Adlung. Adlung mit der Flanke. Und da klären wir ein bisschen kurz. Stahl noch am Ball. Den greift ja gar keiner an. Schaut euch mal das an, was da für ein Loch ist. 60 macht meiner Meinung nach zu wenig draus. Rodri. Es gab mal vor ein paar Jahren in der Jugend von Barcelona einen Spieler, der hat auch so geheißen. Ich habe keine Ahnung, ob der das ist. Wenn es so ist, dann haben sie dann Brett verpflichtet. Adlung. Über Cottbus nach München gekommen. Und da haben wir den nächsten Spieler. Für den, oh, Achtung, da hinten ist Abseits. Ne, ich wollte auf Moritz Volz zu sprechen kommen.
Auch ein Spieler, der über die Station, ich glaube St. Pauli, nach München gekommen ist. Ihr merkt schon, das sind dann oft Spieler, die woanders nicht mehr zur Rande gekommen sind, die dann hier die nächste Perspektive, die neue Perspektive gesehen haben. Einzige Ausnahme ist, glaube ich, Stark, der damals beim FC Frankfurt schon sehr stark war. Wortspiel, ganz geil, ne? Den habe ich mir jetzt wochenlang überlegt, wie ich den mal raushauen kann. Ne, ansonsten weiß ich nicht. Es ist nicht mehr viel übrig geblieben von den großen 60ern, die damals noch vor gut 10 Jahren im Derby gegen die Bayern, glaube ich, ein Jahr sogar ungeschlagen waren. Moritz Volz wollte ich eben noch erklären. Der ist, glaube ich, ein Jahr älter oder 2 Jahre älter als ich. Ich glaube eher 2. Der ist ein paar Kilometer nur von meinem Geburtsort aufgewachsen. Habe aber allerdings nicht viel von ihm gesehen, weil er dann in England war. Kam dann jetzt zurück nach St. Pauli, nach Hamburg. Terodde im Mittelfeld unterwegs. Lucia auf Lazza. Die beiden, die sich ja eigentlich ganz gut verstehen müssten, auch am Anfang der Saison. Da ist wieder Lucia. Ah, da habe ich zu lang gebraucht. Und das ist artistisch gewesen hinten vom 60er, wie den Ball klären kann. Rodri. Und das ist jetzt momentan ein allgemeines Phänomen, dass von beiden Mannschaften die Stürmer sehr, sehr viel mehr hinten mitarbeiten. Und das Spiel ist sehr kompakt. Es spielt sich alles am Anfang der beiden Hälften ab. Und jetzt Achtung da hinten. Wie haben wir uns denn da angestellt? Gute Aktion da hinten. Fabian, der es zumindest verhindern kann. Schimonek, dass die 60er gefährlich werden. Ja, das ist brotlose Kunst. Brotlose Kunst von Stanislav Šestak. Steinhöfer, den sie uns eben gezeigt haben. Das ist Okoti. Also, man kann konstatieren, 60 hat deutlich mehr vom Spiel in dieser ersten Halbzeit. Es waren ja schon 2, 3 Chancen, wo es gefährlich werden kann und wo ich auch dann irgendwo sagen muss, das liegt nur daran, dass die ihm kein Selbstvertrauen haben, dass die Bälle nicht drin waren. Denn eine Spitzenmannschaft wie Augsburg, da müssten wir jetzt schon wieder davon sprechen, dass wir Rückstände näher laufen. Spiel nicht schlecht. Das ist Gott sei Dank, das ist doch ein Foul gewesen. Also meiner Meinung nach ist mein Spieler umgefallen, nicht dem ihrer. Freistoß, oh Gott, das Ding ist ja schlecht gewesen. In die Wolken. Michael Esser zurück im Tor. Damit sollte auch erledigt sein, zumindest die Frage in dieser Saison, wer der Stammtorwart ist. Lute hat natürlich nicht die Spielpraxis. Oh, Gregoritsch wieder. Also da müssen wir uns Gedanken machen in der Pause, aber da nicht irgendwas ändern. Pertl, Fabian, sehr riskant, da quer zu spielen in einen Strafraum. Šestak, jetzt haben wir mal Platz, jetzt nehme ich der Saka mit und vorne startet er wieder, jetzt bleibt er wieder stehen. Unser Topstürmer, ich glaube, der hat immer noch die meisten Tore erzielt in der Saison bis jetzt. Terodde. Lucia auf Lazza. Man muss auch einfach mal ein bisschen geduldig sein, jetzt bekommen wir da den Freistoß. Und Schiedsrichter Fummler hat Diskussionsbedarf und gibt auch sofort die erste gelbe Karte. Bei uns ist er vorher noch gnädig gewesen, Dominik Stahl. Versteht die Welt nicht mehr. Für, ja, muss man so sagen, das erste Foul, was 60 begeht. Ah, ja gut, das ist klar. Nee, da muss er sich nicht beschweren. Also da wäre ein Auge zudrücken, dann glaube ich schon zu viel gewesen des Guten. Lucia. Lucia findet Hasaka auf den Außen. Und das ist genial gespielt, zurück auf den Franzosen. Terodde. Und der lässt sich nicht bitten. Tolles Tor. Tolles Tor vom VfL Bochum. Hier sehen wir es nochmal. Der bekommt die Kontrolle und dann im Liegen mit der Flanke noch. Also Lucia ist eine der Überraschungen der Saison. Aber allgemein muss man sagen, dass die Defensivspieler bei uns, da hätte auch nicht mehr viel zwischengepasst, die Defensivspieler bei uns sehr, sehr gut nach vorne mitarbeiten. Und es ist dann halt öfters der Fall, dass ja, dann das hinten ein bisschen leidet. Aber ansonsten sind wir auch wenig gefährlich. Da ich doch irgendwo oft die Außen vernachlässige und die nicht so einbinde, wie ich das gerne würde. Das ist wieder ein Missverständnis gewesen da oben, wo keiner wusste, wo er hin soll. Oder wer jetzt da zum Ball geht und wer absichert. Schauen wir mal, was noch passiert. Rama auf der linken Seite. Gut gemacht von Tasaka, vom Zehner. Was fällt 60 noch ein? Die Nachspielzeit ist wieder sehr, sehr lang. In FIFA nichts Besonderes. 4 Minuten, das muss Abseits gewesen sein. Ja, hat er richtig gesehen, hat den Arm gehoben, Celozzi. Und der Assistent hat die Fahne oben.
Da dürfte doch jetzt eigentlich nichts mehr passieren. Spielen wir uns den kurz. Auf unseren Japaner. Ja, das ist klasse. Also so muss man sich befreien können. Jetzt hätten wir vorhin nochmal die Möglichkeit gehabt, aber ich habe den Moment verpennt. Hätte ich da nochmal gespielt, wäre es abseits gewesen. Ah, nee, komm, hör auf. Also so Bälle zu spielen. Jetzt am Ende ist es doch nochmal hässlich. Jetzt doch nochmal gefährlich, aber wieder abseits jetzt. Ja, da ist er nicht glücklich, der Yannick Stark, der Mann mit dem Stirnband. Das sind die Ideen zwar da, aber die Ausführung ist einfach mangelhaft. Dreimal jetzt im Abseits schon gewesen. In der ersten Halbzeit. Ist jetzt nicht viel für ein echtes Fußballspiel, aber für eine Partie in FIFA, eine Halbzeit in FIFA, doch schon. Da haben wir nochmal. Und Šestak und Konsorten haben hier das gemacht, wofür sie bezahlt werden, nämlich ein Tor machen und hinten keins kassieren. Kaiserslautern, Heidenheim 1-1 zur Halbzeit. Düsseldorf überraschenderweise liegt hinten gegen Sandhausen 0-1 und gleiches Ergebnis. Die Eisernen zu Hause, jetzt habe ich den Gegner nicht mehr gesehen. Ich glaube Aalen, ich glaube der VfR Aalen war es. Gregoritsch. Also das war gar nichts in diesem Spiel. Was mache ich hier eigentlich? Also Umstände hätte ich nicht machen müssen. Also ich hätte einfach nur rübergehen müssen im Steuerkreuz, meine Herren. Dafür Gündüz. Ist auch eher Novum, dass ich in der Halbzeit wechsle. Aber ich glaube, das war eine der schlechtesten Halbzeiten von Gregoritsch, die er abgeliefert hat. Also da bin ich immer noch nicht ganz schlüssig, was mit ihm jetzt eigentlich passieren soll. Ob der jetzt ein Mittelfeldspieler ist außen, ob das ein Stürmer ist oder was er ist. Torwart, keine Ahnung. Also bis jetzt in der Saison ein Tor hat er gemacht, das war nicht unwichtig. Aber insgesamt natürlich relativ wenig, da er auch sehr oft gestartet ist und viel Spielzeit bekommen hat. Jetzt Achtung auf Adlung da außen. Adlung dreht nochmal ab, nimmt Volz mit. Wieder Adlung, jetzt haben sie es besser gelöst mit dem Abseits. Celozzi, das ist ein Riesenfehler. Himmelarschenzinn haben wir Glück. Das müsste Okot hier sein, genau. Den kann man mal machen. Aber was hat Celozzi davor gehabt? Den Ball gestoppt, das war ja nicht schlecht, aber dann sich da so abkochen zu lassen, das hat mich schon überrascht. Terodde. Terodde auf Šestak und der hat jetzt Platz. Stani Šestak. Ah, da verspringt der Ball und Kagelmacher, der 25er, kommt da noch hin. Langes Ding nach vorne. Der ist ja ewig in der Luft, den haben wir geholt. Terodde hat den Ball, führt ihn jetzt nach außen. Tasaka. Jetzt mal schauen, was er über links machen kann. Gar nicht verkehrt. Den sollten wir haben. Šestak, Kopfball auf Tasaka. Nochmal Kopfball auf Pertl. Jetzt ist aber Schluss da hinten. Jetzt verlieren wir den. Šestak kommt da nicht hin. Das wirkt dann wieder eher nach Hühnerhaufen. Gott sei Dank vorne und nicht hinten. Da ist es mir dann noch relativ wurscht. Zumal wir ja führen. Jetzt Achtung da auf Rodri. Nicht umräumen. Celozzi muss hin. Macht er gut. Und jetzt die Konterchance. Dauert zu lange. Gündüz. Schön gemacht von ihm. Nimmt da nochmal ein bisschen Tempo raus. Celozzi, Terodde. Ja, wenn die Stürmer im Mittelfeld rumstehen, dann hast du halt eben auch keine Möglichkeiten. Schwer jetzt nach vorne zu agieren. Jetzt nochmal. Lucia vorbei am Spieler. Falscher Mann. Lucia wäre nochmal gegangen. Und dass er treffen kann, dass er auch vorbereiten kann, haben wir gesehen. Wir machen den zweiten Wechsel. Denn wir müssen auch aufpassen, dass die uns nicht müde werden, hinten vor allem in Verteidigung. Pertl raus, dafür Holthaus. Das ist, hat jetzt nichts mit müde zu tun, das ist einfach dem geschuldet, dass der Mann gefördert werden muss. Und wenn er schon nicht startet, Achtung da hinten. Achtung weiterhin. Jetzt haben wir doch, der verliert den Ball, ist er denn verrückt? Also stehen ja mir die Haare zu Berge, was die für Chancen liegen lassen. Rama, der kriegt sich da gar nicht mehr ein, Rodri. Also die Stürmer vorne versemmeln eins nach dem anderen. Jetzt kommt Hein für Okoti. Also der kann zumindest jetzt da nichts mehr nachlegen. Kläglich. Ich kann Ihnen noch das Augsburg-Beispiel nehmen. Muss noch nicht mal Augsburg sein. Ein Zweitligist, der oben steht. Der macht die auch rein. 60 hat 6 Punkte. Jetzt wissen wir auch warum. Daniel Adlung. Und wir sind einfach teilweise dann so die Glücksschweine. Ich gehe mal auf Konter. Hab mich vorher verklickt. Die Glücksschweine par excellence, dass wir dann einfach in solchen Situationen dann einfach mit dem blauen Auge wegkommen. Ecke. Ecke für den TSV 1860. Jetzt kommt Elias Sanchez für Dominik Stahl.
Ich kenne mich jetzt zu wenig aus, um sagen zu können, ob da jetzt auch ein Positionswechsel, ein Systemwechsel hintersteckt. Essa, den muss er haben, hat er auch. Abwurf. Aber ihr seht schon, vorne ist nix. Da ist nur Shelstag. Jetzt versuche ich, die Jungs ein bisschen mitzunehmen. Lucia. Lucia, guter Ball. Der hat es nämlich gesehen, dass vorne Shelstag gestartet war. Aber im letzten Moment schmeißt er sich da noch rein. Bevor uns die Zeit wegläuft, jetzt muss ich aber reagieren hinten. Fabian nicht, Šimunek. Dafür kommt Kakutalua. Ja, und somit haben wir die Wechsel hinter uns. Wir haben gerade gesehen, ganz kurz, 60. 6 Chancen, keinen aufs Tor. Keinen aufs Tor. Nächste Flanke, die kommt. Jetzt haben sie einen aufs Tor. Wunderbar. Obwohl das eigentlich auch Quatsch ist, ne? Der Esser hat ja schon ein paar Bälle fangen müssen. Das ist für mich dann halt aufs Tor. Nehmen wir es so hin. Gündüz. Danny Lazza auf seinen Kollegen. Jetzt Shelstag. Unten sehen wir schon, dass der startet. Was macht denn Terodde? Das war der Falsche. Das hat sowieso viel zu lange gedauert. Und dann hat eben die Richtung zum Ball nicht gestimmt. Da muss er den irgendwie hochspielen. Bleibt weiterhin. Und der nächste schlechte Pass. Also ich glaube, wenn ich jetzt noch könnte, würde ich Terodde auswechseln. Das kann jetzt ja echt nicht angehen. Wenn du so Bälle vorne verlierst. Zumal wir das jetzt nutzen müssen, weil 60 will uns jetzt Räume geben. Oh, Holthaus. Keine Ecke und der ist gut geklärt. Der fliegt zwar im Bogenlampenstil quer über den Strafraum, aber da war kein 60er, um den abzustauben. Shelstag. Gut gerettet. Terodde. Tasaka. Tasaka. Gut gemacht, kommt aber nicht vorbei. 60 im Ballbesitz. Noch knapp 14, 15 Minuten. Steinhöfer. Gutes Tackling. Gibt sogar für uns den Einwurf. Wahnsinn. Bin ich sicher. Ich glaube, das war Holthaus. Malcolm Kakutalua. Mann von Leverkusen, den wir noch gut anderthalb Jahre erleben dürfen. Aber momentan reicht es einfach nicht für mehr als Kurzeinsätze. Guter Ball von Shelstag. Terodde. Der macht ihn. So schnell kann sich das ändern. Ne? Eben habe ich noch gesagt, raus mit dem. Aber viermal wechseln darf man nicht. Das war unser Glück. Eiskalt. Wundert mich, dass der sich da durchgesetzt hat im Laufduell. Und war anscheinend sein Nebenmann auch nicht gerade der Schnellste. Und das ist einfach trocken. Kurze Ecke, Torwart hat keine Chance. Es ist einfach aus der Distanz. Mit dem Schmack ist einfach nicht machbar. Viertes Saisontor für Simon Terodde. Zweites am heutigen Tag, also Doppelpack. Das sollte ihm doch Auftrieb geben. Dem groß gewachsenen, schlaksigen Typen, den wir von Union bekommen haben. Und ich glaube, Union ärgert sich heute noch. Stefan Hein, Ex-Augsburger. Lucia. Gündüz, nee. Aber da rückt jetzt 60 auch auf. Also die haben jetzt das Pressing erhöht. Stehen viel höher. Achtung, Adlung. Ball nach vorne. Jetzt Rama. Kommen wir nicht hin. Und das Spiel ist noch nicht durch. Das Spiel ist noch nicht durch. Das ist ein super Fußgelenkpass. Und Kakutalua kommt da eben nicht vor dem Spieler des Gegners an den Ball. Valet Rama, die 20. War auch sein zweites Saisontor. Und da ist 60 nicht unbedingt gesegnet gewesen. 2:1, ganz, ganz gefährlich. Die letzten Minuten werden nochmal heiß. Celotti im allerletzten Moment bekommt er den Pass noch gespielt. Terodde, schön abgelegt. Lucia verliert ihn. War aber nicht schlimm. Bleiben im Besitz der Kugel. Kakutalua. Guck mal, wie wir aufgerückt sind. Normalerweise müsste ich jetzt nach hinten gehen. Leute, Leute, Leute. Sind Sie sich nicht einig da? Super Tackling, super Tackling. Und dann liegt er ihm im Weg rum und er kommt nicht hin. Eicher mit dem weiten Ball nach vorne. Wir holen den nochmal. Ball auf Tasaka von Shelstag. Jetzt raus auf Gündüz. Ja, nächster schlechter Ball. Wir geben 60 den Ball zurück und Lucia nutzt diese Unaufmerksamkeit. Lucia querspielen. Terodde mit dem Hattrick. Ja, ich muss das jetzt mal gerade. Das ist natürlich wieder sweaty. Aber ich spiele ja nicht online. Also es gibt ja keinen Menschen am anderen Ende der Leitung, der jetzt gerade den Controller in den Fernseher schmeißt. Das ist ja nur die KI und da darf man das dann schon mal. Ja, auch gut durchgestartet von Lucia. Den Schritt da eben noch mitgemacht. Und das ist dann einfach Weltklasse, würde ich fast behaupten. Wie Simon Terodde den Torwart da verlädt. Der rechnet natürlich mit dem Abschluss in die lange Ecke. Und Terodde setzt den kurz rein. Also, mal wieder 4 Tore gesehen. Wie beim Spiel gegen Augsburg. Nur diesmal sind wir die Glücklichen.
Also man könnte sagen, wieder die Auswärtsmannschaft, die triumphiert. Celozzi nochmal rüber auf Gündüz. Und jetzt kann Šestak nochmal gehen. Muss er pfeifen. Da gibt es keine zwei Meinungen. Der hat nur die Möglichkeit noch bekommen, weil er uns gezogen hat. Aber ist egal, ist wurscht. Ballern mal wieder. Jetzt ist vorbei. Also, am Ende stehen 3 Punkte, 3 Tore. Und Simon Terodde ist der große Gewinner des Tages. Mit 3 Toren. Zwischenzeitlich in Ungnade gefallen beim Trainer, bei mir. Aber wenn man dann so zurückkommt, Rodri, Okoti, Rama, das war heute zu wenig. Natürlich müssen die insgesamt auch schauen, dass sie gegen die Mannschaften, die unten die Konkurrenten sind, Punkte machen. 8-mal aufs Tor geschossen, 2, wirklich nur auf die Kiste. Wir haben 3-mal drauf geschossen, wir haben 3 Tore gemacht. Also Effektivität pur. Passgenauigkeit ist schlecht, 71%, aber bei 60 mit 68 noch schlechter. Also, da kann man mal kurz am Glas nippen. Und dann sehen wir die Noten unseres Gegners. Ja, das System sah am Anfang anders aus. Also, sie haben dann umgestellt. Rama, 6,5. Es gibt natürlich dann noch Noten wie Steinhöfer, 4,8, der Torwart, der hat nichts gehalten. Und das sind wir. Lucia, Weltklasse, 8,3 und Terodde mit einer 9,4. Bombenspiel. Šestak auch nicht schlecht, 7,2. Das sind die, die man loben kann. Das sind die, die mal loben können. Kaiserslautern 3-2 gegen Heidenheim noch gewonnen. Düsseldorf nichts mehr gerissen gegen Sandhausen und Union gegen Aalen. Genau 1-1 letztendlich da. Das Spiel noch ausgegangen. Also da Schadensbarrieren. So, wir haben Niklas Stark. Da ist der Bericht fertig. Ja, insgesamt für einen, der 19 ist, sieht es nicht so verkehrt aus. Man könnte jetzt damit Nürnberg schwächen. Allerdings wird es wahrscheinlich nicht billig sein, denn das ist ein ganz, ganz großes Talent. Nicht nur von Nürnberg, sondern von der ganzen Liga. 3 Spieler habe ich, die wir uns angucken wollen. Den ersten, der ist hier schon drin, da habe ich nachher nachgeguckt, oder vorher nachgeguckt, eher gesagt, ob den Spieler wirklich auch gibt, ob ich den finde. Ist bei den Künstlernamen immer das Problem. Der ist 23, ist zentral-defensiver Mittelfeldspieler von Rayo Vallecano aus Spanien. 1,80 groß. Werden wir mal schauen, schicken wir einen Scout hin. Das dauert dann eben knapp einen Monat, bis das erledigt ist. Den nächsten suchen wir. Da muss ich jetzt gleich mal gucken, wer gemeint ist. Es gibt nämlich 2. Chancel Mbemba und Nolan Mbemba, aber ich glaube, ihr meint den hier. Der ist nämlich von Anderlecht. 20 Jahre alt, Innenverteidiger, würde eben auch gut passen, um eben da das Ganze nochmal zu verjüngen. Denn wir müssen ja daran denken, dass Kaku Talua uns irgendwann verlassen wird wieder. Und deswegen, ja, ich meine, Anderlecht ist natürlich ein bisschen groß für uns. Noch, da das eine Mannschaft ist, die in der Champions League spielt. Eigentlich jedes Jahr. Nächster Spieler, Nadir Čivči, den finde ich geil. Wurde mir wärmstens empfohlen und ich habe vor kurzem auch im Ultimate Team gegen ihn spielen müssen. Das war eine Katastrophe, der hat 6 Tore gemacht. 6 Tore in einem Spiel hat das gewisse Etwas von Dundee United, türkischer Spieler mit 22. 1,85 soll relativ schnell sein, trickreich, schussstark. Schauen wir mal, ob da vielleicht irgendwas geht. Denn ich denke mal schon, dass wir als zweite Bundesliga in Deutschland mit der ersten schottischen mithalten können. Jetzt, wo die Rangers weg sind. Zwangsabstieg. Jetzt müssen wir gegen Darmstadt spielen, gegen Bergis Truppe, auswärts, am Böllenfalltor. Wir können noch gucken, was Alessandro Schöpf uns hier mitzuteilen hat, was seine Leistungsfähigkeit angeht. Beschleunigung, Beweglichkeit ist super, der Rest, naja, ihr seht's schon. Erklärt sich eigentlich von selbst. Das ist jetzt nicht das, was uns, glaube ich, weiterhilft. Denn wir müssen ja irgendwo in Richtung Bundesliga planen, das ist ja logisch. Da wollen wir wieder hin, wollen den VfL Bochum, den ehemaligen unabsteigbaren Club, dort wieder etablieren. Und das sind natürlich dann Meilensteine, wenn du die Auswärtsspiele sogar noch holst, ne? Denn zu Hause hatten wir eigentlich kaum Probleme. Hier haben wir die nächsten Spiele. In Darmstadt sehen wir, die haben verloren gegen Braunschweig, das letzte Spiel. Also die sollten aber jetzt auch nicht unbedingt so vom Selbstvertrauen gesegnet sein. 16. sind sie, 6 Punkte, also kennen wir ja schon. 1860 war genau das gleiche. Wir Platz 5 mit 15 und wir sind absolut oben dran. Nürnberg hat nur 1 Punkt Vorsprung, Platz 3. Union Berlin führt das Ganze an vor Düsseldorf. Das war mit Sicherheit überraschend, dass die gegen Sandhausen verloren haben, Tabellenzehnter. Insgesamt muss man sagen, RB Leipzig schwach, ganz unten drin. Also das läuft nicht so in der Wirklichkeit. Möchte mich wie immer bedanken fürs Zugucken. Jetzt kommt der 10. Spieltag, also knapp ein Drittel der Saison vorbei und wir stehen wirklich gut da. Der VfL Bochum lebt und wir belassen das auch dabei. Macht's gut, ciao!